Bist auch du enttäuscht von Menschen? Bist du enttäuscht vielleicht sogar von Gott? Bist du vielleicht sogar schon von Gott abgefallen? Hast du ihm den Rücken zugekehrt und gibst den Menschen daran Schuld? Dann möchte ich dir heute etwas vorlesen. Aus unbekannter Quelle. Die Ermahnung, den Menschen nicht nachzulaufen. Du sagst, dass Menschen daran Schuld haben, dass du von Gott abgefallen bist. Wenn du sagst, dass du wegen Pastoren, Pfarrern, Predigern, wegen der Menschen, die mit dir Sonntag für Sonntag die Kirchenbänke oder die Stühle der Gemeinden gewärmt haben, abgefallen bist, ja, dass sie Schuld daran haben, dann wisse dies. Du bist nicht wegen der Menschen abgefallen, sondern du bist den Menschen nachgelaufen. Und das, nur das, hat dich zu Fall gebracht. Du hattest nicht Hunger nach Gott, du hast dich nicht nach Gott gesehnt, sondern du sehntest dich nach der Anerkennung und der Liebe der Menschen. Und das, allein das, hat dich zu Fall gebracht. Du wolltest dich in ihrem Licht sonnen und bist in der Finsternis erwacht. Dein Herz war nie begierig nach dem Wort Gottes, nach der Wahrheit des Herrn. Du bist Götzen erlegen, denen du dich ohnmächtig ausgeliefert hast. Laufe nicht blindlings Menschen nach, egal wie großartig, vermögend, mächtig und einflussreich sie sein mögen. Folge nicht Menschen, wenn ihr Auftreten heilig wirkt und ihre Predigten in deinen Ohren kitzeln. Halte dich allein an Jesus, den Christus, unseren Erlöser und Heiland. Halte dich an Jesus, wandle im Heiligen Geist, und wandle heilig, denn ohne die Heiligung wirst du Gott nicht sehen, wie es Hebräer Kapitel 12, Vers 14 sagt.